Guten Morgen, meine Lieben. Ich hoffe, du hast schon gut gefrühstückt und hast genug Essen für Mittag und für morgen. Du hast die Kleidung für heute schon ausgewählt, die passende. Hast du auch für morgen noch Kleidung da? Für den nächsten Sonntag? Für das nächste Fest? Das sind Dinge, Fragen, die uns beschäftigen. Jesus spricht genau diese Dinge an. Die Menschen schlechthin bewegt diese Frage: Bekomme ich genug zu essen, anzuziehen, Dach über dem Kopf? Doch Menschen, die andere beobachten, dann Theorien entwickeln. So hat Maslow seine Bedürfnistheorie entwickelt, eine gewisse Bedürfnispyramide aufgebaut und sagt, dass das Grundbedürfnis des Menschen ist, essen, trinken, schlafen, die physiologischen Bedürfnisse für sie zufriedengestellt sind, dann kommt das zweitwichtigste und das ist dann die Sicherheit, die Geborgenheit, der Schutz. Das da ist, dann kommt das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, nach Beziehung, nach Freundschaft, die sogenannten sozialen Bedürfnisse, dann nach Wertschätzung, ja, Anerkennung, Status und schließlich, das bildet bei ihm die Spitze der Pyramide, die Selbstverwirklichung, die Entfaltung der Persönlichkeit. So hat er es beobachtet und aufgestellt. Irgendwo in dieser Spitze bei der Selbstverwirklichung gehören für ihn auch religiöse Fragen dazu, nach Bezug zu Gott, Beziehung zu Gott. Nun, Jesus stellt diese Pyramide in der Bergpredigt genau auf den Kopf und sagt, dass die Gewichtung der Bedürfnisse genau umgekehrt herum ist. Dass Gott das grundlegende Bedürfnis des Menschen ist. Lass uns einmal diesen Abschnitt ansehen und dann sehen, wie denke ich? Denke ich heidnisch? Denke ich göttlich? Matthäus Kapitel 6, Vers 25 bis Vers 34. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr euch tun? Ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Das ist das Anti-Sorgen-Konzept Gottes. Zu glauben, ich bin vor allen Dingen dafür zuständig, dass ich zu essen bekomme und schlafen kann, das ist nicht göttliches Denken. Denn Gott sorgt für diese Dinge. Ich kann dadurch, dass ich mir Sorgen mache, wie komme ich ans Essen, wie komme ich an Kleidung, kriege ich genug, ist das alles genug, was ich da habe, ich werde damit mein Leben kein Stückchen verlängern können, auch nicht erweitern können, nicht vertiefen, nicht verbessern können. Das sind alles Dinge, für die Gott garantiert und Gott sorgt. Ja, er lässt die Sonne aufgehen und regnen über Gerechte und Ungerechte. Er ist der Versorger nicht nur der Natur, sondern auch des Menschen. Und deswegen kommt es darauf an, sein Vertrauen auf ihn zu setzen und ihn zu suchen, nach seinem Reich zu trachten. Mit anderen Worten, danach
sich auszustrecken, dass sein Wille geschieht, dass er der Herr, der König ist, dass sein Reich erweitert wird in meinem Herzen, in meinem Denken, in meinem Leben, in meinen Beziehungen, dass wir danach streben, dass sein Wille wirklich stattfindet, seine Herrschaft sich ausbreitet. Wenn ich dazu beitrage, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Und alles andere fällt dann zu. Ich nenne das gerne das Zufallsgesetz Gottes. Denke mal darüber nach, wie viel Gott dir schon gegeben hat. Wie viel er dir gegeben hat über dein Bitten und Verstehen. Wie er dich bis jetzt versorgt hat und durchgetragen hat. Es ist alles nur ihm zu verdanken. Und deswegen setz dein Vertrauen auf ihn und fokussiere dich auf ihn, auf den Herrn, auf Gott, auch heute. Suche sein Reich, nach seinem Reich. Suche seinen Willen zu verstehen, ihn zu deinem eigenen zu machen. Da zu arbeiten, wo Gott arbeitet. Und dort dich einzusetzen, wo er sich einsetzt. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird alles andere zufallen.